Herzlich willkommen zurück zu Inbetween. Und wie ihr seht, gibt es hier die Dunkelheit, die ich zurückdrängen kann, indem ich hinschaue. Aber im gleichen Maße kommt sie natürlich dann auch von der anderen. Du musst der Dunkelheit ins Auge blicken. Von der anderen Seite. Und damit kann ich mir die Abkürzung mit zur Seite fallen halt leider nicht leisten. Was? Ich habe sie doch zurückgedrängt. Ich bin doch voll reingelaufen. Ich dachte, es ist nur gefährlich, wenn sie mich holt. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ich habe ihr ins Auge geblickt. Spiel, sag mir das doch, dass ich da sterbe. Und lass es mich nicht teuer herausfinden. Weiche! Weiche! Jetzt du! Zurück! Zurück! Okay, das ist dann wohl der erste Dunkelheitslevel. Wow! Ups. Okay, das war eine blöde Idee. Ich will natürlich hier hoch und die Dunkelheit zurückdrängen, während das hier auffährt. Okay. Ein Checkpoint, scheinbar. Hui, schnell hier rüber. Eine Box. Ah, die muss wahrscheinlich da nach rechts, damit ich da hin kann. Moment. Was muss ich hier tun? Ich glaube, ich muss hier rüber. Das muss einfach ein Irrtum sein. Warum sollte ich Lungenkrebs kriegen? Der Raucher in der Familie, das war ein anderer. Ja, aber so ist das leider mit Krebs. Das ist halt ein rein statistisches Teil. Man kann nur die Chancen verändern, aber nicht direkt, ob es passiert oder nicht. Das ist wohl wahr. Ups. Checkpoint oder muss ich da eine Weile dran stehen? Ah, ich muss da eine Weile dran stehen. Okay. Aber die Musik ist super, doch. Die Musik ist gut. Dieses Spiel wurde mir übrigens, wie schon so viele zuvor, auch von Zwergesel empfohlen. Vielen Dank dafür. So, dann weich mal zurück. Dunkelheit. Und wie kriege ich den da unten? Wie kriege ich die denn? Naja, ich muss da runter. Da unten ist der Ausgang. Das heißt, ich muss die auf jeden Fall über mir haben. Ich kann natürlich sowas hier machen. Wow, auf Anhieb. Das war knapp. Große Hindernisse sind bloß große Chancen. Man muss das begreifen. Man darf sich von ihrer Größe nicht ins Boxhorn jagen lassen. Nicht ins Boxhorn jagen lassen. Okay. Und dann ist die Dunkelheit wohl auch ein großes Hindernis, die mich ins Boxhorn jagen will. Weiche, Dunkelheit, weiche. Oh Mann, wie komme ich jetzt da hoch? Ach so, ja doch. Das ist... nein, 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 so nicht. So nicht. Aber so komme ich da hoch. Nicht wahr? Mach mal hier Dunkelheit weg. So, wie komme ich jetzt hier runter? Wahrscheinlich genauso. Ich kann mir die Dunkelheit noch ein Stück zurückdrängen. Dann müsste ich hier runterfallen können. Ja, genau. Alles klar. Ich glaube, ich habe so langsam verstanden, worum es in dem Spiel geht. Hey! Das ist gemein. Aber gut, es funktioniert. Schnell hier rüber. Nein! Oh Mann! Ich versuche gerade möglichst schnell zu sein. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass ich Fehler mache. Ich mache hier mal Dunkelheit weg. So, wie mache ich jetzt hier weiter? Ich kann nicht direkt nach unten. Das Problem ist, wenn ich nach rechts gehe. Ne, wie war das? Natürlich habe ich genau das Loch erwischt. Und kam danach nicht mehr raus. Natürlich.
So, nochmal kurz nachdenken. Okay, wenn ich nach rechts gehe, sieht das Ganze so aus. Und wenn ich nach links gehe, kommt der große Block wieder nach rechts. Ich denke, da habe ich falsch gedacht. Ich muss auf jeden Fall wieder auf den großen Block, wie in einem der ersten Levels, und ihn selbst zurückdrängen. Ah, ich kann das natürlich auch so machen. Och, komm schon! Och, komm schon, da war noch ein Zentimeter Platz. Zieh den Kopf ein. Du kannst dich doch bücken. Ups. Nein, 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 Dunkelheit. Ah, wie gemein. Aber es ist dir genau, deswegen wollte ich die Folge ein bisschen kürzer halten, damit ich euch nicht die ganze Zeit in meiner Frustration nerve. Habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, schon erwähnt. Ja, war die letzte Folge. Das hier ist die zweite Folge. So, wie tun wir das? Was? Was habe ich da jetzt falsch gemacht? Warte mal, was muss ich denn da rechts tun? Oder kann ich da direkt nach unten durchfallen? Da falle ich doch bestimmt auf die rechten Stacheln. Nee, ich denke schon, dass ich da von rechts hin muss, oder? Ich könnte natürlich, sobald ich an dem großen Block unten bin, mich nach unten fallen lassen. Und direkt zum Checkpoint. Ach komm! Ach komm, nur weil ich in der Luft war bei der Stufe. Ah! Die Steuerung könnte ruhig ein bisschen fehlertoleranter sein. Okay, das war einfach nur dumm von mir. Ich sehe schon, das Spiel setzt mich einerseits unter Zeitdruck mit der Dunkelheit. Aber andererseits bestraft es auch mich, wenn ich unsorgfältig bin. Aber immerhin kann ich mir hier ja wieder ein bisschen Zeit erkaufen. So, was war der Plan? Der Plan war hier... Was? Was war das denn? Warum fällt die Box nach rechts, wenn ich die Gravitation... Warte mal, hä? Ich teste hier mal was. Was passiert? Ah, ich kann hier stehen. Ist das Absicht? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Ich meine, die Entwickler haben sich bestimmt was dabei gedacht, oder? Ach, wie dumm von mir. Ich kann da einfach runterlaufen. Ah! Oh Mann, bin ich blöd. Meine Güte. Was für eine schwere Geburt. So, Dunkelheit weiche. Okay, hier will ich... Ich glaube, das hier tun. Die Frage ist jetzt nur... Ach so, ja, nee. Ne, Moment. So ist gut, so ist gut. Dunkelheit zurück. Und dann... hier rüber. Ah! Ich hab mich gedreht! Und da habe ich sie gerade zurückgewichen, zurückgedrängt. Warum spawnt die so nah bei mir, wenn ich wiederkomme? Spawnt die so weit, wie sie war, als ich den Checkpoint aktiviert habe? Keine Ahnung. Du musst einmal hier rüber. Dann kann ich hier runter. Und dann mache ich mir erstmal wieder ein bisschen Platz gegen die Dunkelheit. Ja, das war falsch. Ich verwechsle manchmal so diese Blickrichtung und Stehrichtung. Wenn ich dann links... Wenn ich nach links... Ich wollte gerade nach... unten laufen? Nee, ich wollte... Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwas wollte ich tun. Glaube ich, irgendwas gerade verwechselt. So, hier rüber. Ach, ja, ja, genau, hier. Ich verstehe, ich verstehe. Ich wollte mich nach unten bewegen und habe... Also mit der Steuerung.
mit der Steuerung nach unten bewegen. Ich sollte aufhören, so viel zu... Kannst du dich nicht umdrehen? Ich habe doch gerade nach links gedrückt. Dreh dich um! Er kann sich nicht auf der Stelle umdrehen, wenn er an der Wand dran steht. Ist das bescheuert. Das sollte man fixen. Vor allem, weil ich ja vorhin, als ich den Checkpoint aktivierte, Richtung Dunkelheit geschaut habe. Immerhin, die Stachelteile, die kann ich nicht reinlaufen, wenn sie in ihren Boxen drin sind. So, jetzt aber hier richtig machen. Und hier hoch. Sehr schön. Kann ich jetzt hier das Portal aktivieren? Ja, kann ich. Ich muss es also nur berühren. Ich müsste mal ausprobieren, ob das auch geht, wenn ich... wenn ich quer dazu stehe. Okay, vielleicht muss ich hier ganz weit zurückdrängen. Dann runtergehen. Ja, das scheint der Trick zu sein. Dann dränge ich sie noch mal ein bisschen zurück. Bevor ich hier hochgehe. Bleib da hinten. So ist fein. Ah, und ich habe hier wieder eine Plattform, die ich nutzen kann. Wow! Weg mit dir! Hinfort! Ich sagte, weg mit dir. Weiche. Mama bekam ich zu meinem 8. Geburtstag. Was habe ich ihn geliebt? Er starb an einem Tumor in der Nase. Da war ich 12. Vater brachte ihn eines Tages zum Tierarzt und kehrte ohne ihn zurück. Ist das eine wahre Geschichte? Oder auf einer wahren Geschichte basiert? Oder ist es eine fiktive Geschichte? Jetzt muss ich da hin und dann... Wow! Puh, Glück gehabt! Nein, nein, das war natürlich reiner Skill. Das war so gewollt. Wow, Dunkelheit! Verschwinde! Verschwinde! Okay, und hier dreht sich dann alles um. Ich war aber, glaube ich, gerade noch oben, oder? Ja, ich war noch oben. So, dann aktiviere ich mal den Checkpoint. Das war ja bisher relativ einfach. Okay, ich nehme alles zurück. Mach das doch mal. Was? Ach, das trägt mich nach oben. Ah, da sind so Dreiecke drin, die nach oben. Okay, interessant. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich krieg das gleich hin. Ich muss hier relativ weit runter und dann nach rechts laufen. So, und dann natürlich hier erstmal zurückdrängen. Was? Was? Warum kannst du nicht... Das ist blöd. Ja, okay, das war ein Leap of Faith. Da musste ich runter, um die Dunkelheit zurückzudrängen. So, ich möchte hier hoch. Das ist ja blöd, dass es da so ein bisschen hängt. Komm ich da runter? Ach so, haha, hier muss ich ja hin. Ich wollte nach unten. Und da der Stachel. Manchmal bin ich oben, manchmal unten. Ich versuche mich nicht entmutigen zu lassen. Kann ich da dran laufen? Nein. Sehr gut. Ich muss sagen, die Stimme erinnert mich ein bisschen an... Das war dumm. Warum fallen... Die fallen doch genauso schnell wie ich, oder? Nicht? Keine Ahnung. Die Stimme erinnert mich an... Was? Wie komme ich denn da durch? An Shadow Man. Kann ich die nach rechts fallen lassen? Nee, kann ich nicht, oder? Funktioniert nicht. Könntest du bitte nach links schauen, um die Dunkelheit zurückzuhalten? Okay, ich habe da eine Idee. Nämlich sowas hier. Okay, noch ein bisschen weiter. Weil das Bremsen langsamer geht als das spontane Anhalten ganz oben. Na egal, hat funktioniert. So, und hier... Na gut, das ist einfach. Das sind Stacheln. Ich dachte, da kann ich hin.
Ah, oh, das war ein bisschen zu früh. Nee, zu spät. Zu spät. Ich hab's zu spät abgebrochen. Den Fall nach oben. So funktioniert das. Sehr gut. Und hier jetzt nach unten. Einfach nach unten fallen. Ja, das ist sogar eine Lücke, wo man durch kann. University Football League. Warte. Moment. Moment. Hä? Warum? Warum fährt die Plattform nicht nach oben, wenn ich an der Plattform selber laufe? Ach so, natürlich, ich muss ja, ja, klar. Ich muss ja entgegengesetzt laufen für die Plattform. So. Jetzt will ich gerne da rein. Dann hier rüber. Dann glaube ich hier runter. Ja. Nein! Die Dunkelheit muss weg. Das geht so nicht. Okay. Wenn ich nach rechts gehe... Ne, ich will nach links, ne? Ich kann hier gemütlich hoch. Dann kann ich hier rüber. Und dann muss ich mir erst wieder ein bisschen Platz machen. So, wie komme ich jetzt da hoch? Na, einfach hochlaufen. Okay, das ist soweit simpel. Ist das ein versteckter Raum da hinten? Da ist die Wand so komisch markiert. Kann ich da rein? Nein. Okay. Ich muss auf die schönen Seiten schauen. Auf das, was gut ist im Leben. Ja, aber ich würde sagen, dieses Level versuche ich nächstes Mal. Jetzt würde ich die zweite Folge an dieser Stelle beenden. Denn ich muss mal langsam auch wieder hier noch was anderes erledigen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin. Ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen seltener die Videos freigeschaltet. Aber ich habe jetzt vor, wieder zumindest jeden Tag oder fast jeden Tag wieder ein Video freizuschalten. Von daher sollte dann die nächste Folge übermorgen da sein. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.